Hey meine Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Rhyme, der angekündigten Bonusfolge. Auch wenn Sion gesagt hat, hier Tai, Akzeptanz, ich brauche keine weitere Folge, Akzeptanz. Ich möchte doch gerne noch die restlichen Sachen sammeln, allein schon für mich. Und wollte dann natürlich vor allem bei den Spielzeug, Outfit, Schlüssellöcher, Liedern und Scherben zeigen, wo die sind in den Kapiteln. Und ich wollte auch gerne die ein oder andere Errungenschaft zeigen, die ich halt schön fand oder kreativ, je nachdem. Wir haben ja schon festgestellt, dass wir, nachdem wir das Spiel durch haben, die einzelnen Kapitel eben angehen können und dass angezeigt wird, was innerhalb dieser Kapitel fehlt. Wir fangen natürlich mit Kapitel 1, Leugnen, an. Kommen wir als erstes zu einer Errungenschaft, die ich einfach nur purer Zucker finde. Ich finde die so süß. Hier gibt es ja diese kleinen Wildschweine. Also klein, groß, ganz oben ist so ein Papa-Wildschwein und die sind ganz vernarrt auf diese Früchte hier. Das heißt, wenn ich welche in der Hand, wenn ich eine Frucht in der Hand habe, dann folgen die mir auch. Da ist schon mal das eine. Da ist das Mamaschweinchen. Und ihr erinnert euch sicherlich so von der Story her, dass wir das anwenden mussten. Also diese deren Vernarrtheit in die Frucht, um oben ein großes Wildschwein, ja, dafür zu sorgen, dass das aus dem Weg geht, weil es uns nicht durchgelassen hat. Die folgen mir. Sehr schön. Ich hoffe, das große Wildschwein ist auch noch hier irgendwo. Sollte eigentlich. Da ist es ja. Ach, stimmt ja. Ich spiele das Kapitel ja quasi nochmal neu. Aber es hat trotzdem gezählt. Und zwar Familienglück, vereinigen sie die Familie. Also Papaschwein, Mamaschwein und so kleine Ferkelchen. Wie viele es sein müssen, weiß ich nicht. Ich hatte jetzt, glaube ich, ein Mamaschwein und 5 Ferkelchen oder so bei mir. Aber diese Errungenschaft, ich finde die einfach nur so niedlich, so süß. Und die wollte ich euch halt unbedingt zeigen. Ja, an der Stelle findet man ja, glaube ich, eine Muschel, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber die Stelle eignet sich halt auch mega gut für eine andere Errungenschaft, die ich einfach sehr interessant und kreativ finde. Es gibt mehrere Stellen, die sich dafür eignen. Man muss eigentlich hoch genug sein, darf aber nicht zu hoch sein, weil sonst gibt es diese Schwarzblende und du bist wieder oben. Man muss nur springen und dann auf dem Xbox-Controller ist es X gedrückt halten. Das ist, glaube ich, ist das Vierkreis? Naja. Jedenfalls muss man eben so als Kanonenkugel quasi ins Wasser springen. Fand ich sehr kreativ, als ich das damals beim ersten Mal spielen herausgefunden habe. Beim zweiten Mal spielen habe ich gar nicht mehr dran gedacht, von welcher. Also, ich habe schon dran gedacht, dass ich noch von irgendwo hoch runterspringen musste, um da eine Errungenschaft zu kriegen. Aber ich wusste nicht mehr, welche Stelle. An dieser Stelle aktivieren wir ja die Figuren und kommen hier so durch. Und das ist der Weg zu dem Spielzeug, das mir hier in dem Kapitel fehlt. Wir brauchen eine Frucht. Ja, wenn man die richtige Taste drückt, dann nimmt er da auch eine. Und wir brauchen ein Schweinchen. Da sehe ich doch eins. Reicht das schon? Also diese kleinen? Wir nehmen sicherheitshalber ein Mamaschweinchen mit. Aber bei den kleinen bin ich mir nicht so sicher, ob das mit denen auch funktioniert. So, dann kommt mir mal her. Oder hinterher. Ist aber auch lustig, was für ein Spielzeug wir dann kriegen, wenn man bedenkt, was wir dafür benötigten. Also wessen Hilfe wir benötigten. Da ist es. Und zwar ist es ein kleines Wildschweinchen. Uns fehlt jetzt nur noch ein Spielzeug. Wupp, wupp. Ihr erinnert euch ja bestimmt noch an diesen Fisch und diesen Orb und ich habe mich gefragt, was soll ich damit? Ihr erinnert euch vielleicht auch noch
dass hier ja so ein Weg war, der eine führt nach links, der andere nach rechts, und der nach links führte, führte zu einem schlafenden, kaputten Wächter. Ja, so würde ich sagen. Und dahin muss der Orb. In Kapitel 3 haben wir gelernt, wie wir solche Wächter auch aktivieren. Und das haben wir nämlich vor. Ich hoffe, ich drücke die richtige Kombination, weil ich das nicht mehr so richtig weiß. Aber eigentlich brauche ich nur die Kugel in der Hand haben und schreien, und dann macht es halt dieses große Licht. Und das gibt dann eben eine Errungenschaft, diesen, ich weiß nicht, antiker Schatz oder sowas. Aber ich fand das einfach, das musste mal gezeigt werden, weil das noch so offen war, was mache ich mit dieser Kugel? Und so hat man dann eben dieses Zusammenspiel. Was mache ich mit der Kugel? Was ist das? Dass das eben zusammengehört, ne? Der uralte Schatz, so heißt die Trophäe. Okay, das soll jetzt der Weg zu dem Lied sein, was mir fehlt. Ich bin hier bei diesem Säulengang, also wenn man das Spiel weiterspielt, kommt man automatisch hierher. Die Kiste habe ich da jetzt an die Seite gemacht. Und jetzt geht es hier lang. Es dürfte auch das Lied sein, was mir halt fehlt, weil das andere... also erstens kommt es mir überhaupt nicht bekannt vor. Und ja. Und dann gucken wir mal. Mir fehlt ja schließlich ein Lied, und eines hatte ich gefunden und ich weiß, wo das ist, ziemlich am Anfang. Und mal davon abgesehen, mir kommt das Gebiet halt nicht bekannt vor, ne? Da ist es. Da ist es. Und damit haben wir alle Muscheln, beziehungsweise das ganze Schlaflied vollständig. Das kann ich auf jeden Fall mal abspielen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier drauf zugreifen kann. Ja, doch, könnte ich. Ich werde das mal abspielen. Es ist lang. Ich warne vor, es ist lang. Spult gegebenenfalls vor, falls ihr das nicht sehen wollt. Oder hören wollt, eher gesagt. Viento a viento va, el sueño del mar, gira sin parar. Viento a viento va.
Ein sehr unwahrscheinlich schönes Lied. So, von hier aus erreichen wir jetzt auch das Schlüsselloch. Und mich wundert es auch nicht, dass wir das nicht gefunden haben, weil schließlich waren wir hier nicht, ne? Wir müssen nur hier die Treppen hoch. Und da haben wir das dann auch schon. Und ich finde es immer noch gut, dass das eben so eine Reihenfolge macht. Und also unabhängig davon, wie wir die Schlüssellöcher finden, dass es wirklich dann, wenn wir das erste finden, sagen wir in Kapitel 3, dass auch das erste Bild abgezeigt wird. Wenn wir das andere in Kapitel 2 finden, dass dann das zweite Bild abgezeigt wird. Also dass das keine starre, feste Reihenfolge hat, sondern eben Schlüsselloch gefunden, das nächste Bild schaltet sich frei. Ich finde das so gut. Wir haben jetzt den Baum zum Blühen gebracht, das Ganze mit Wasser befüllt. Es geht um eine nächste Trophäe, die möchte ich euch zeigen, weil die halt einfach so versteckt ist, ne? Wir müssen nämlich jetzt tauchen. Ich hatte ja eigentlich schon so das Gefühl gehabt, oder die Vermutung, dass wir irgendwie hier auch tauchen müssten, um irgendwas freizuschalten. Ja, es geht nämlich hier in einen geheimen Bereich. So ein ganz kleinen, der auf der Seite sieht es unscheinbar aus, aber hier sind ganz viele Blumen. Und das, sobald wir weiter hinten hingehen, ja, kriegen wir dann die Errungenschaft Grabblumen. Und das wollte ich halt, wie gesagt, zeigen, weil das so ein bisschen versteckter ist und nicht so offensichtlich. Ja, das ist der Sinn von versteckt, ich weiß. Das ist die Stelle, wo wir dann so ziemlich nah am Ende des ersten Kapitels sind. Wir laufen hier so lang. Würden da reingehen, dann kommt dieser dunkle Pfad, wo ich ja schon die Trophäe hatte, dass ich alles erleuchtet habe. Wenn man es komplett dunkel lässt, dann kriegt man da noch eine Trophäe. Kann man ganz gut machen, wenn man die Helligkeit hochschraubt. Ja, was man sowieso in dem Spiel machen sollte, weil das ist ja stockdunkel. Jetzt ist aber mein Anliegen das Outfit, was uns noch in diesem Kapitel fehlt. Wenn wir da langlaufen, gehen wir nicht durch, sondern halten uns rechts. Ich glaube, wir können uns hier auch schon runterfallen lassen. Ja, okay. Und dann gibt es hier irgendwo an der Seite einen versteckten Weg. Das sieht hier doch ganz gut aus. Ja, hier ist es. Und das sollte uns direkt zum Outfit führen. Und das werden wir auch direkt anziehen. Haben wir bis jetzt ja immer so gemacht gehabt. Wenn wir ein neues Outfit gefunden haben, haben wir es angezogen. Ich hatte ursprünglich noch das angehabt, dachte mir aber jetzt, weil wir in Kapitel 1 sind, dann nehmen wir auch das Kapitel 1 Outfit. Das ist das andere Outfit. Jetzt nicht sonderlich anders. Er hat ein bisschen hellere Haare, muss ich sagen. Und halt das Schlüsselloch-Dings da auf seinem auf der Brust. Ist jetzt kein großer Unterschied zum anfänglichen ursprünglichen Outfit. Das dürfte jetzt auch alles gewesen sein, was ich euch in Kapitel 1 zeigen wollte. In dem Labyrinth werde ich jetzt noch diese leise und dunkle Trophäe mir holen. Aber da muss ich euch nicht mitnehmen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann Kapitel 2 wieder, ne? Kapitel 1 haben wir beendet. Wir machen mit Kapitel 2 Wut weiter. Hier fehlt uns auf jeden Fall das Spielzeug. Was mir allerdings in dem Kapitel auch aufgefallen war, sind solche Statuen, die wir kaputt machen konnten und die dann irgendwie so sich in Luft aufgelöst haben. Da hatten wir ein paar gefunden. Weiß nicht mehr wie viele. Kann sein, dass da auch noch das ein oder andere zu sammeln ist. Werden wir sehen. Aber ganz, ganz offiziell fehlt uns hauptsächlich das Spielzeug. Mal gucken.
Apropos Statuen, könnte sein, dass sogar schon eine von denen hier die eine ist. Aber ehrlich gesagt, ich weiß halt nicht welche, ne? Die steht so ein bisschen abseits. Okay, so viel dazu. Fünf gibt es, fünf hab ich, das war die letzte. Oh, das war aber schnell eingesammelt. Finde ich halt hauptsächlich aus Spielzeug. Vielleicht gibt es noch einen. Ne, den weißen Schemen hatte ich hier, glaube ich. Naja, wir sehen's. Wir sehen's. War ich da unten? Sieht irgendwie. Also, kommt mir jetzt gerade nicht so bekannt vor. Ich würde einfach mal runtergehen oder fallen lassen. Habe ich gut gemacht. Ich wollte mich eigentlich nur an die Kante. Okay, dann halt so. Ah, hier ist das Spielzeug, was uns fehlt. Damit habe ich alle Spielzeuge. Wupp, wupp. Oh, das ist natürlich auch dieser Vogel. Wie süß. Okay, muss ich nur noch hier rauskommen. Gut, jetzt ist natürlich noch die Frage, gibt es noch irgendwas, was ich euch in dem Kapitel zeigen könnte? Gegenstände oder kollektive Sachen eigentlich nicht. Ich meine, den weißen Schemen hatte ich hier auch gehabt. Vielleicht noch Errungenschaft, ich weiß nicht. Ich hatte ja schon gesagt gehabt, wenn man, dass es eine gibt, wenn man statt von dem Vogel wegrennt, in den Vogel hineinrennt, so gegen Ende, dann kriegt man so eine Errungenschaft, die heißt, ja, der andere Weg war definitiv der sicherere. Ja. Deswegen muss ich mal gucken, ob es da noch was anderes gibt, was man hier machen kann. Sonst sehen wir uns dann in Kapitel 3 wieder, ne? Und weiter geht es mit Kapitel 3. Hier fehlt uns auf jeden Fall ein Outfit und ein Emblem. Ob ich hier den weißen Schemen gefunden hatte oder nicht, weiß ich nicht mehr. Wenn nicht, zeige ich es euch natürlich genauso wie Errungenschaften, die ich euch gerne zeigen wollen würde. Sofern es hier welche gibt. Starten wir also mit Kapitel 3. Alles klar, wir starten direkt mit dem ersten Emblem, was uns fehlt. Und das Einzige, was uns hier noch fehlt, wir müssen einmal hier lang. Und wenn ihr euch noch dran erinnert, der Anfang, der ist so ein bisschen kurios, ne? Wir sind hier in dem großen Raum, müssen hier runter, was wir natürlich gut machen können, weil hier so Treppen sind. Müssen aber dann auch wieder hier in die Mitte. An die Seite. Wir landen dann in wieder so einen ähnlich aussehenden Raum. Müssen diesmal aber nicht hoch oder so, oder wieder in die Mitte, sondern wir gehen hier jetzt die Treppen hoch. Irgendwann sind wir die Treppen dann auch komplett hoch. Dann hier lang und gehen direkt hier rein. Das müsste, sollte uns dann zu dem Emblem führen. Ja, da ist es. Ich habe noch gemeint gehabt, dass bei den Sachen da bestimmt irgendwas untergegangen ist. Und mich würde es nicht wundern, wenn das Outfit damit auch zu tun hat. So, ich hole mir als nächstes jetzt eine Trophäe. Und zwar eine, ich glaube, mit der hatte ich auch gerechnet gehabt. Eigentlich ist sie ganz offensichtlich und man könnte sich das denken. Wir kommen ja dann irgendwann hier in solch einen Gang und wir müssen eigentlich nur geradeaus laufen, nicht einmal umdrehen. Dann kriegen wir eine Trophäe, die nennt sich dann Geduld. Kann 1, 2 Minuten dauern.
Und da haben wir stur bleiben. So viel dazu. Eigentlich total stumpfsinnig, diese Trophäe, aber gut. Es war ja damit zu rechnen, dass man merkt ja, dass man in so einer Dauerschleife ist und dass man sich dann eigentlich umdrehen muss, aber ja, war eigentlich dann damit zu rechnen, dass es so eine Trophäe dann im Endeffekt auch gibt, ne? Gut, machen wir weiter. So, an dieser Stelle gibt es eine Errungenschaft, die möchte ich euch gerne zeigen, um einfach mein schlechtes Gewissen wieder gut zu machen. Wir hatten ja diese Stelle mit dem Baum, wo wir Licht erst dafür gesorgt haben und dann auch für Wasser und er gedeiht ist. Wir dann die Kugel rausgenommen haben und er wieder gestorben ist. Wir können diesen Orb hier reinsetzen. Doch, wir können das reinsetzen. Wir können das. Oder so. Ah, okay. Mit Dings. Aber es ist halt auch nur der Versuch, einen Fehler wieder gut zu machen, ne? Aber das ist so eine Errungenschaft, die geht ans Herz. Deswegen musste ich sie euch einfach unbedingt zeigen. Den weißen Schatten hatten wir übrigens in diesem Kapitel. Hab die Stelle sicherheitshalber nochmal abgegrast und da war kein weißer Schatten mehr. So fehlt uns nur noch einer im vierten. Und das schaltet wohl ein geheimes Ende frei. Ja, ich bin gespannt. Ich lasse mich überraschen. Ihr erinnert euch sicherlich hier an diese Stelle, wo ich schon allein bis da hinten durchgeklettert bin und dann was nicht kriegen konnte und dann im Endeffekt, als die alle befreit waren, konnte ich ran. Hier gibt es auch das letzte Outfit. Oder das fünfte Outfit? Das vorletzte Outfit, was uns auf jeden Fall fehlt. Dürfte dann das, glaube ich, das fünfte sein. Ich meine, es gibt sechs Stück. Wir sind ja am Anfang, um diese Kiste überhaupt zu kriegen, haben wir unseren Wächter hier hingeloggt, sind die Treppen hoch, hier rüber, dort oben hochgeklettert, hier unten rausgekommen mit der Kiste. Wir haben danach die Kiste hier draufgesetzt, dass die Säule schob sich nach da und wir konnten den Orb oben draufsetzen. Die Kiste wandert dann hier zu den Treppen. Und diese laufen wir hoch, um im Endeffekt den Orb mit dem Hintergrund zu vereinigen. Was dann ja im Endeffekt, wenn wir das aktivieren, diese ganzen Wächter aktiviert, wach macht etc. Wir gehen aber nicht runter, um das zu machen. Stattdessen hängt sich kurz... Oh, okay. Puh. Stattdessen hat sich das Spiel kurz in den Hintergrund gemacht. Keine Ahnung warum. Bevor wir die befreien, holen wir uns das Outfit. Wir klettern hier wieder hoch. Und werden dann oben auf einmal das Outfit finden, was vorher nicht da war. Hier ist es nicht. Aber da ist es auf einmal. Also mich wundert es wirklich nicht, dass ich das nicht gefunden habe. Das werden wir uns auch direkt angucken und direkt anziehen, wenn man dann die auch die richtige Taste drücken würde. So sieht das aus. Das könnte natürlich dann für dieses Kapitel stehen, weil ganz viele Wächter drauf abgebildet sind. Und dazu, dass unsere Beine weiß angemalt sind, bietet das einen ganz schönen Kontrast, muss ich sagen. Weil vorher war nämlich dort die Kiste zum Rausschieben. Das heißt, wir müssen jetzt hier wieder runter. Kommen wir einfach so runter? Bestimmt nicht. Aber das macht doch gar nichts. Ich glaube, wir haben alles in dem Kapitel. Also kann ich einfach so wieder zurück ins Hauptmenü. Haha, und damit Kapitel 4 weitermachen. Weiter geht es mit dem Kapitel Depression. Das ist das vierte und letzte, wo man überhaupt was finden kann. Uns fehlt auf jeden Fall ein Outfit, ein Schlüsselloch und ein Emblem. Uns fehlt aber hier auch der weiße Schemen. Wir haben gerade hier diese komischen Schemen vorbei passieren lassen und holen uns jetzt das letzte Emblem, was uns noch fehlt. Wir sind hier so ein bisschen rum und dann ist hier eine Stelle. Habe ich die nicht gesehen? Kann gut sein, weil der Weg danach, der ist eigentlich... Ja. Eigentlich... Also es gibt nur einen Weg, also keine andere Richtung oder irgendwas dergleichen. Upsa, das war nicht so erfolgreich. Jetzt. Ist ein bisschen ein etwas längerer Weg.
Wir müssen dem hier eigentlich nur folgen. Und wir müssen zum Glück den Weg auch nicht zurück. Es gibt danach dann eine Abkürzung. Das ist ganz toll. Einmal hier nach hinten. Dann weiter die Treppen hoch. Hier lang. Die andere Richtung funktioniert da nicht. Und da ist das Emblem. Wir sind jetzt im Endeffekt über dem Bereich, wo diese Statue auf diesem Thron war. Und damit haben wir das letzte Emblem und somit dann auch die entsprechende Errungenschaft dafür. Ich habe das Schlüsselloch gefunden. Ja, okay. Gut. Da können wir uns die einzelnen Bilder auch dann nochmal angucken. Und zwar so. Also ich war schon richtig. Das war das Erste. Ein Kind ist geboren, Eltern sind glücklich. Die Mutter ist wohl krank oder stirbt, je nachdem. Das Kind ist aber soweit glücklich und die Mutter ist dann halt gestorben und begraben. Der Sohn macht sich auf Reisen, was den König natürlich traurig macht. Und ist dann einsam und alles und ja. Der Sohn kehrt aber nicht zurück, weil wir wissen ja, dass der im Sturm untergegangen ist und dementsprechend lebt der König in seiner Welt und der Prinz in der anderen. Sind aber sehr schöne Schlüssellöcher. Also die Bilder da sind wirklich super. So, wir sind jetzt ein Schatten geworden und man siehe da, das leuchtet. Gehen wir doch mal hin und gucken, was passiert. Ich habe echt nicht gesehen gehabt, dass das noch, also wieder leuchtet. Nicht noch, sondern wieder. Weil das war ja eine der Statuen, die wir aktivieren mussten, um die große Statue in der Mitte zu haben, um dann eben zu dieser Schattengestalt zu werden. Und jetzt ist da das letzte fehlende Outfit. Und dieses Outfit wird auch noch von der Errungenschaft benötigt, die wir aber wohl in Kapitel 2 erst kriegen oder kriegen werden können oder nur in Kapitel 2. Wenn wir aber in Kapitel 2 sind, ohne dieses Outfit können wir das halt nicht kriegen, ne? Also Kapitel 2 die Errungenschaft vorher, aber in Kapitel 4 das Outfit gesammelt. So, wie sieht das Outfit aus? Und zwar sieht es so aus. Die Errungenschaft selber werde ich euch auch noch zeigen. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt hier an der Stelle reinschneide, weil es gerade passt. Oder ob wir erstmal noch dazwischen schalten, den letzten weißen Schemen. Der fehlt uns ja noch. Den haben wir noch nicht. Für diese, wie ich finde, kreative Errungenschaft brauchen wir das letzte Outfit. Das, was wir natürlich in Kapitel 4 finden, habe ich ja schon erwähnt. Wir sind hier zu Beginn von Kapitel 2 und müssen eigentlich nur geradeaus laufen. Weil wir haben ja hier auch diese ganzen Schattenwesen an der Seite und wir müssen hier eigentlich nur in dem Outfit vorbeilaufen und dann sollten wir die auch schon haben. Da, eins mit der Umgebung. Bewegen Sie sich unbemerkt zwischen den Schatten. Der weiße Schirm ist auch gar nicht mal so weit entfernt. Ich dachte ja auch irgendwie, man könnte vielleicht mal hier so an den Seiten vorbei und tatsächlich hier an der Stelle kann man vorbei. Oh, cool. Die haben mich gar nicht mal zur Seite gestupst. Hier in der Ecke ist nämlich der letzte weiße Schemen.
Warum kriege ich die Trophäe nicht? Warum kriege ich die Trophäe nicht? Ich habe ihn in 1 gefunden, den Schemen. Bin extra nochmal hinabgeguckt, in 3 auch. Und in 2 war ich mir nicht auch sicher, dass ich den gefunden habe, sonst muss ich da in 2 nochmal gucken. Ach, Kacke. Oder kriege ich die erst irgendwie anders? Ich bin ein bisschen irritiert. Okay, ich habe mich kurz informiert, das kriegt man am Ende, ganz am Ende, die Trophäe. Alles klar. Eigentlich müsste ich ja jetzt meine Klappe halten. Aber abschließende Worte müssen halt einfach dann doch sein, ne? Es hat mir echt wieder die Tränen in die Augen geschossen, diese letzte Szene zu sehen. Unsere Vermutung, dass der weiße Schemen wirklich die Mama darstellt, hat sich damit bestätigt. Und dieses kleine Extra. Ah, das ist nochmal so richtig schön abgerundet sind. Wirklich, oh, das einfach schön. Ja, wir haben alles gesammelt. Ich habe euch ein paar Errungenschaften gezeigt, wie ich gesagt habe. Ja, Rhyme habe ich damit für mich vollständig abgeschlossen. Ich bedanke mich jedenfalls bei euch fürs Zusehen, auch der Bonusfolge. Und diese letzte Szene, die hat mich jetzt nochmal rausgeworfen. Aber gut, wir haben Rhyme jetzt komplett beendet. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann also bei anderen Projekten wieder. Bis dann, tschüss, eure Tai.